Bonjour à tout le monde, surtout les débutants de PZ Tutorial. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer dans un petit mini tutoriel comment je travaille avec le Trick 1286. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benny, je suis entraîneur et modérateur de PZ Tutorial. Et je fais ces mini tutoriels juste en expliquant quelques étapes, comment je travaille, juste un petit conseil, comment on peut améliorer des choses. Dans le trick 1286, je suis convaincu qu'il y a peu du monde qui ne le connaissent pas du tout. Et cela, je vais vous montrer. Dans le forum, on a eu une question à comment on peut faire des images un peu plus magiques, comment on peut les améliorer, comment on peut mettre un petit eye-catcher. Et c'est ça que je viens vous expliquer dans cette vidéo. Für diese, die mich nicht verstehen, das ist leider ein bisschen dumm für euch, aber ich werde diesen, wie versprochen, nicht auf Französisch halten, sondern auf Deutsch. Alors. Trick 86, 1286 besser gesagt. Ich habe hier wirklich nichts Großes vorbereitet. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Ich werde nicht auf Französisch sprechen. Und das war nur so ein kleiner Vorgeschmack. Aber ich möchte eigentlich, dass ihr das natürlich alle versteht. Deswegen mache ich das natürlich auf Deutsch. Ich habe nichts Großes vorbereitet. Im Sinne, ich habe mir hier ein Bild von Apri geschickt, das war unsere Ebenenschlampe, wie sie sich selbst betitelt, also der Name kommt nicht von mir. Und es geht um dieses interessante Bild durchaus. Ich habe hier ehrlich gesagt ein bisschen aufgeräumt, damit ich den Durchblick bekomme. Und das werde ich euch auch mal zeigen. Die Ordnerstruktur war schon mal angelegt, auch super bezeichnend, aber darin befindet sich natürlich jede Menge wirres Zeug. Ich habe da mal alles weggeworfen, habe ein bisschen was vorbereitet, damit das nicht so extrem lange dauert, wie ich das Bild aufbauen würde. Also, lieber Apri, sei mir nicht böse, aber du siehst, ich habe diesen ganzen, in deinem Bild hattest du sehr, sehr viele Ebenen, die du immer zusammengerechnet hast, dann nochmal drüber kopiert, teilweise Ebenen wieder ausgeblendet. Das ist, ja, so ein... Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht, ob du vielleicht an deiner Arbeitsweise etwas ändern könntest, weil den größten Teil, den du da in deiner PC-Datei hattest, kannst du natürlich über diese sogenannten Einstellungsebenen lösen. Ich habe alles runtergeschmissen, die Ordnerstruktur behalten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich blende mal hier mal kurz aus. Du wolltest ja eine Nachtszene, also eine dunklere Szene haben. Ich habe hier einfach das Hintergrundbild genommen, eine Tonwerkkorrektur drüber gelegt, etwas abgedunkelt. Dann die Freistellung der Hase, die war ja schon vorgegeben. Auch hier habe ich dann das Ganze mit einer Tonwerkkorrektur etwas abgemildert, runtergenommen, dass es plus minus ein bisschen da reinpasst. Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe mir hier nicht groß irgendwie Mühe gemacht oder so, sondern wirklich einfach mal grob zusammengefrickelt. Dasselbe auch mit dem Fuchs. Hier habe ich sogar noch mit der Helligkeit gespielt, weil der war schon sehr, sehr hell. Also runterschrauben und dann nochmal mit einer Tonwerkkorrektur einfach ein bisschen die Tonwerte rausnehmen. Dann integriert sich auch dieser hier bestens ins Bild. Beim Pilz genau dasselbe Spiel. Hier Helligkeit, Tonwert. Ja, mit der Helligkeit könnte man sogar vielleicht noch weglassen, aber ich lasse jetzt mal drin. Auch hier wieder ein bisschen dunkler gemacht, dass er sich im Wald integriert. Beim Schmetterling genau dasselbe Spiel. Hier war übrigens die einzige Ebene, die ich so, die Gruppe, die ich so gelassen habe, weil da perfekt, meiner Meinung nach. Und ich finde auch das Leuchten dieses Schmetterlings eigentlich sehr interessant, aber dazu kommen wir später nochmal. Und ich habe hier einen kleinen Finishing-Ordner angelegt. Der dient eigentlich dazu, um den finalen Bildlook zu verpassen und so weiter. Was habe ich hier? Ach, das war dein heller
Lichtschein oder wie man den nennen kann. Den habe ich toll gefunden, den habe ich auch so übernommen gelassen. Ich habe hier, wie du siehst, eine Schwarz-Weiß-Ebene angewendet. Eigentlich nicht groß darum, bisschen rumgeschoben, um die Kontraste rauszunehmen. Und ich habe das Ganze nicht auf Schwarz-Weiß gelassen, weil das würde dann zu blau aussehen. Also habe ich hier einfach die Deckkraft reduziert. So kommt man einer Nachtszene relativ nahe. Ein bisschen Blauschimmer. Nacht ist ja, verbindet das menschliche Auge immer mit etwas Dunklem. Aber Bildbearbeiter können das relativ schwer nachbauen. Deswegen sind die meisten Nachtbilder, die ich kenne, zumindest immer mit einer Blauebene übersehen. So. Nun kommen wir eigentlich zu dem Trick 1286. Der ist wirklich simpel einfach und der befindet sich eigentlich oberhalb dieses Finishings-Ebene, weil wir wollen ja nicht, dass er schwarz-weiß wird. Wir wollen auch nicht, dass er in diesem Blauschein drin bleibt. Und der Trick 1286 ist ein ganz einfacher. Und zwar, er geht über jetzt wollte ich Farbfläche sagen. Nee, es ist ein Verlauf. Aber ein bisschen spezieller Verlauf. Ich klicke da mal drauf. Je nachdem, welche Farbe ihr habt, bei mir war es jetzt blau-weiß, könnt ihr den so einstellen. Das bleibt aber nicht so, denn ich hätte gern zwar schon blau, aber ich hätte gern, dass es ausgefüllt ist und ich hätte gern hier, dass er schwarz ist. Im Moment sieht das eigentlich nach nichts aus, aber wir arbeiten dran. Ich bestätige mal hier mal vorläufig mal mit OK, einfach damit ihr das sehen könnt, auf was ich hinaus will. Ich gehe hier auf, ich versuche mal, ich habe es vorher nicht getestet, ich versuche es mal lineares Licht, wow, das sieht schon krass aus, aber nicht das, was ich will. Negativ multiplizieren. Negativ multiplizieren, wisst ihr ja, die hellen Bereiche werden da, die dunklen Bereiche verschwinden, deswegen sehen wir hier auch den Wald. Man könnte jetzt hier mit der Deckkraft spielen, kann man schon einige interessante Farblooks erstellen. Aber das ist noch lange nicht für Trick 1286. Wir gehen weiter. Ich klicke hier nochmal doppelt rein. Wir wollen ja keinen Verlauf. Wir wollen einen Radialen. Ne, das wollen wir auch nicht. Einen Winkel wäre schon eine interessante Geschichte. Aber wir wollen auch keinen reflektiert, sondern diesen Raute. Jetzt habe ich sowas. Wahrscheinlich ahnt vielleicht schon der eine oder andere, auf was ich hinaus will, ist aber noch lange nicht das, was ich eigentlich bezwecke. Deswegen schiebt das mal ein bisschen weg. Gibt es hier einen tollen Verlauf? Hier kann man Farben ohne Ende hinzufügen. Mir reichen eigentlich im Grunde genommen diese drei Regler. Hier klicke ich mal rein, gehe mal ganz ins Dunkle. Wir wissen ja, dunkel wird ausgeblendet. Schiebt den mal noch ein bisschen weg. Oh. Jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Mal gucken, ob da. Ja, da sehe ich noch einen kleinen Schein drumherum. Das sieht nicht schlecht aus. Bestätige mal mit OK. Guck mal, was ich hier noch machen kann. Ja. Vielleicht noch mal einer. Den klicken wir an mit Weiß. Oh, das sieht schon mal interessant aus. Eigentlich kommen wir der Sache jetzt noch näher. Weiß, ein Funkeln, den lassen wir, den schieben wir ganz nah ran. Dann haben wir hier noch einen schönen Blauschimmer rein. Was mir jetzt persönlich noch ein Tick zu viel ist, ist dieser Schein. Den kann man jetzt weglösen, indem man halt einfach auch diesen Regler hier etwas betätigt. Jetzt habe ich im Grunde genommen eigentlich so einen Lichtschein drin. Mit einem kleinen Stern. Da kann man sich vielleicht noch überlegen, ob man da vielleicht noch ein bisschen dunkler machen, heller machen will und so weiter. Also da könnt ihr dann rumspielen, wie euch gerade lustig ist. Vielleicht auch diesen hier nicht so knallig, etwas heller. So, also ich lasse es mal so, sonst könnten wir uns hier Stunden unterhalten damit. Mal gucken, wie wir hier. Ja, der Verlauf soll etwas geschmeidiger sein, dann ziehe ich lieber diesen Schwarzregler weiter rauf und nehme hier noch diesen Schein rum um. So.
Nun sieht das schon mal sehr vielversprechend aus. Eigentlich auch das, was ich haben wollte. Ihr könnt jetzt über skalieren, könnt ihr das Ding skalieren, könnt es groß machen und so weiter. Also da könnt ihr dann selber bestimmen, wie ihr das haben wollt. Ich will eigentlich eher so ein bisschen was Kleines haben. Ich möchte auch nicht, dass er von oben nach unten so langweilig gerade weg. Deswegen verschiebe ich den einfach ein klein bisschen. Nun könnte man jetzt hier weiterspinnen. Man könnte einen weißen Pinsel nehmen, da vielleicht so ein paar Füßchen ranmalen, vielleicht da noch einen ganz kleinen Kopf andeuten und schon hätte man eigentlich seine Elfe. Aber das wollen wir ja alles nicht. Das Problem ist, was ich jetzt habe, ich habe diesen Punkt, sieht zwar schon nett aus, aber ich kann ihn nicht verschieben. Das geht ganz einfach. Hier nochmal draufklicken, bis sich dieses Fenster öffnet und jetzt könnt ihr ihn schieben, wohin euch lustig ist. Ihr könnt ihn nochmal drehen. Ihr seht, er hat auch zum Teil einen ganz anderen Abstrahlwinkel, je nachdem, wie ihr ihn dreht. Ich würde sagen, das sieht eigentlich schon mal ja, nicht schlecht aus. Kann ihn vielleicht noch ein bisschen skalieren. Ja, passt. So lasse ich den. Wenn ich ihn nochmal schieben will, hier einfach nochmal draufklicken, hinschieben, wohin man will. Und von diesen Punkten kann man sich unendlich viele basteln. Ich dupliziere das mal. Da klicke ich da nochmal drauf, schieb den da rein, drehe ihn vielleicht noch ein bisschen. Kann vielleicht sogar auch noch meinen Farbton ändern. Gehen wir mal ins Lila rein oder ins Rosarot und so weiter. Also wirklich, ihr könnt hier einfach auch selber dann bestimmen, wie ihr das haben wollt. So könnt ihr natürlich unterschiedliche Größen machen. Man kann jetzt sagen, ich mache den wirklich noch ganz klein. Und so könnt ihr euer Glitzer machen. Also hier nochmal draufklicken und halt irgendwie platzieren. Das wäre eigentlich mein Trick 1286. Ihr habt die Möglichkeit, da unendlich viele Verläufe hinzustellen. Ihr könnt auch sagen, okay, ich habe jetzt mal zwei, ich versuche mal was, ich habe es jetzt auch noch nicht selber ausprobiert, aber ich glaube, man müsste das in ein Smart-Objekt ändern können. Genau, kann man auch. Und bekommt dann auch diesen schwarzen Verlauf mit negativ multiplizieren. Diesen kann man dann rumschieben, wie man möchte. Kann das beliebig duplizieren. Und ich glaube, wenn ich dann nochmal doppelt draufklicke, müsste ich eine Farbüberlagerung. Ja, nee, das geht natürlich nicht, weil wir hier die schwarze Ebene drin haben. Aber gut, ich versuche noch mal was. Vielleicht kann das klappen. Schnittmaske, Farbe. Ja. Sowas könnte auch gehen, man könnte das Ganze zusätzlich noch unterstützen. Aber ich bevorzuge halt lieber diesen Weg über diese Verlaufsumsetzung oder Verlaufsfüllung. Dann kann man wirklich x-beliebige Sternchen machen. Man kann auch wirklich nur verschiedene Kreise machen. Das zeige ich auch nochmal am Beispiel. Den kopiere ich mir jetzt hier mal rüber. Anstatt Raute kann man hier auch Lichtstrahl machen. Und solche Sachen. Also Winkel eignet sich eigentlich sehr selten, aber ich kann zum Beispiel auch Radial nehmen, da habe ich einen schönen runden und kann den dann auch irgendwie platzieren, wie ich will. Lasst jetzt mal einfach die drei, ihr habt den Sinn begriffen. Und zum Trick 1286 gehört noch eine kleine Sache dazu. Ihr seht ja diese Dinger, die strahlen, die leuchten und so weiter. Natürlich müssen die Umgebungsobjekte oder halt eben auch die kompletten anderen Sachen auch ein bisschen angestrahlt werden. Und da gibt es auch noch einen kleinen Trick. Also sozusagen ein kleiner Bonus noch oben drauf von mir. Geht hier einfach am besten in lineares Licht. Gerade wenn ihr mit dunklen Bildern arbeitet, ist lineares Licht eigentlich dazu da, damit ihr das Ganze ein bisschen anstrahlen könnt. Gehen wir mal vom blauen Licht aus. Ihr könnt hier diesen Pilz etwas anstrahlen. Natürlich mit einem kleinen Pinsel. Mit ein wenig Deckkraft. Ich suche mir hier den Pilz, so dass ich mir eine Schnittmaske über den anlegen kann. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob es von der Schwarz-Weiß-Ebene zu sehr in
Mitleidenschaft gezogen wird. Mal gucken. Ich gehe hier bewusst etwas mehr, damit ich da, ja, es würde gehen, aber nicht unbedingt mein Ziel, was ich hier habe. Das gucken wir nochmal, linear abwägen. Nee, nicht linear, so. Warum? Ihr seht hier schon, nicht so unbedingt das, was wir eigentlich haben wollen. Also diese Richtung, man muss hier wirklich ganz, ganz fein arbeiten, am besten wirklich mit noch weniger Deckkraft, dass man das Ganze hier nochmal wirklich schön einzeichnen kann. Ich zoome mal hier ein bisschen ran, guck mal, ob ich das zuerst grob mit einem großen Pinsel mache, also um einen Lichtschein anzudeuten. So, vielleicht. Hier vielleicht noch ein bisschen. Gucke ich mal das von der Weite an. Okay. Also ihr seht hier beispielsweise, dass von dieser Einstellungsszene Schwarz-Weiß geht natürlich einiges an Farbe verloren. Deswegen muss man da auch ein bisschen mehr dran arbeiten. Aber ich denke, zu Demonstrationszwecken reicht das eigentlich vollkommen aus. Und das ist eigentlich so meine Geschichte, wie ich jetzt hier noch zusätzlich noch ein bisschen Schein reinfüge. Auch hier nochmal einfach ein paar Mal drauf fahren. Lieber wirklich mit wenig Deckkraft arbeiten, dafür mehrmals drüber. Der Effekt ist natürlich viel, viel toller. Gucke ich mir das Ganze nochmal an. Ihr seht hier, der Pilz leuchtet, wird schon ein bisschen angestrahlt von diesem ganzen Ding. Und dasselbe gilt beim Hasen, dasselbe gilt auch hier. Ich nehme mal hier meine. Nee, ich lasse die, aber ich mache das anders. Und zwar gehe ich über die Ebene. Einfach, dass ihr den Beispiel zeigt. Und da gibt es auch noch eine andere Methode. Wir bleiben beim linearen Licht. Wir bleiben auch hier beim linearen Licht. Und nehmen wir uns mal den Hasen vor. Auch hier kann ich etwas größeren Pinsel nehmen, pappe da einfach ein paar Mal drauf, dass er angeleuchtet wird. Wenn er zu viel angeleuchtet wird, ist nicht schlimm, das könnt ihr dann immer noch ändern. Aber ich mache jetzt hier meinen Pinsel klein, gehe hier noch kleiner, male ihm hier ein paar Lichtstellen rein. Diese Stellen werden hier auch noch angestrahlt von dem Licht. Auch hier die Nase. So, vielleicht noch mal hier ein bisschen die Ohren. Keine Angst, also hier bei diesem Beispiel jetzt dürft ihr da ruhig etwas dick auftragen sozusagen. Man kann nie genug Glitzer haben, meiner Meinung nach. Und deswegen nur Mut zu dem Ganzen. So. Ja, ich glaube, der eine oder andere wird sagen, ey, Benni, was ist denn das jetzt? Das sieht auch schon merkwürdig aus, aber wir sind ja noch nicht fertig. Hier, guck mal, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher-Weichzeichner. Hier ein bisschen hochziehen, dann bekommt man hier einen schönen weichen Verlauf rein. Hier bei der Nase muss man vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Und so bekommen wir auch hier ein paar kleine Stellen. Nimm mal hier einen Pinsel, korrigier mal die Nase, sonst sieht das wirklich zu merkwürdig aus. Vielleicht auch nicht mit 100% Deckkraft, sondern auch hier wieder lieber sachte rangehen, dafür ein paar Mal drüber fahren. Und mit einem großen, weichen Pinsel kann man hier eigentlich schon eine tolle Geschichte zaubern. Damit das Ganze noch ein bisschen realistischer wird, gerade hier mit dem Beispiel mit den Fellsachen, packe ich mir einen ganz kleinen Pinsel, 1, 2, 3, 4 Pixelgröße. Aktiviere hier wie sagt man, die Druckkraft, nee, nicht die Druckkraft, den Auslauf des Pinsels und kann hier jetzt zum Beispiel auch mit Weiß, also ich muss nicht unbedingt weiß sein, aber je heller es wird, desto angenehmer wird das Ganze oder kräftiger, sage ich mal. Aber ich nehme hier so einen leichten Blauton und fahre hier einfach ein paar Mal mit etwas mehr vielleicht. Mal mir hier ein paar Härchen rein. Das ist so für mich eigentlich dieses nochmal mit dem Pinsel etwas kleiner rein. Reflexionen auf dem Fell. Es ist wirklich eine Fummelarbeit, muss ich ehrlich zugeben, aber ich glaube,
das Resultat im Nachhinein lohnt sich auf jeden Fall. Und hier kann man dann wirklich sagen, ne, ich mache lieber Reis, dann bin ich etwas schneller. So, auch hier vielleicht noch ein bisschen Schein von oben. Auch hier hast du ja Licht, also kann man da ruhig etwas mehr pinseln. Und ihr seht, je mehr ich drüber fahre, desto kräftiger wird der Effekt. Und so kann ich mir dann halt einzelne Härchen hier einfach ein bisschen reinzeichnen, ein bisschen Leuchten rein, gerade hier auf dem Mund kann man das eigentlich sehr gut machen. Oder auch hier ein bisschen abtrennen von dem Ganzen, so dass wirklich eigentlich nur die Kante hier leuchtet. Bei der Nase hier vielleicht noch ein Stückchen. So, hier um die Augen rum. Und was ich natürlich auch machen kann, ist gerade hier auch das Auge betonen. Ich finde, das darf man hier betonen. Und vor allem, ich kann hier auch einen Lichtreflex reinmalen. So, wenn ich jetzt aus dem Bild rauszoome, dann sieht das hier jetzt nicht gerade toll aus. Da muss man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen. Deswegen mache ich das hier gleich weg. So. Vielleicht einfach hier noch ein bisschen von beiden. So. Nicht zu viel, nicht zu doll und so weiter. Und ihr seht hier schon, mit dem Pinsel erreicht man eigentlich schon so das eine oder andere Strahlen. Man kann natürlich auch ein bisschen übertreiben und halt eben auch von weitem hier. Man muss nicht unbedingt ranzoomen, um zu testen, wie das Ganze wirkt. Auch hier gerade in diesen Stellen einfach ein paar Härchen von Hand nachmalen, warum auch nicht hier diese Geschichten, also diese, wie nennt man die, Barthaare, hier etwas nachzeichnen. Auch hier kann man eigentlich das Ganze realistisch machen. Dasselbe Spiel geht eigentlich auch beim Fuchs, hier auch beim Schmetterling und beim Pilz auch nochmal. Und ja, man kann jetzt sich auch überlegen, ob man hier auch diese vielleicht mit Blau machen will. Eigentlich genau mit der gleichen Methode hier mit dem Hasen. Ich zeige das nochmal kurz. Machen wir noch eine neue Ebene rein. Dann haben wir da ein bisschen eine Übersicht. Lineares Licht. Blau. Hier ein bisschen drauf malen. Und nehmen wir mal hier diesen leuchtenden Rosaton. Jetzt verrechnen die natürlich miteinander und das wollen wir ja nicht. Also nochmal weg. Was habe ich hier für eine Farbe so? Nochmal ein bisschen drüber fahren hier. Und dann auch den gauschen Weißzeichen, aber haben wir ihn hier. So, da ein bisschen rein. Dann vielleicht wirklich diese Stellen, die wir hier haben, wegmachen. Und so hat man auch sein Strahlen auch auf dieser Stelle. Da das jetzt aber noch nicht ganz hundertprozentig ein Strahlen ist, geht man hier mit einem helleren Pinsel rein. Nochmal mit der Deckkraft runter, das brauche ich hier nicht. So, und mal da vielleicht noch mit 10% einfach nochmal ein bisschen drüber, damit dann Farbe raufkommt. Also ihr glaube ich, das Prinzip ist einfach, im Prinzip ist klar. Und wenn ob man jetzt hier noch ein paar solche Leuchtreflexe haben will oder nicht, oder halt eben diesen Glitzer-Effekt, den zeige ich auch noch mal kurz. Ich glaube, dafür muss noch die Zeit sein und das ist eigentlich wirklich eine ganz einfache Geschichte. Neue Ebene. Wichtig ist hier auf normal stellen. Da vergisst man immer wieder, wenn man hier umstellt und dann malt man irgendwie etwas und denkt, warum kommt, was läuft denn da hier schief? Und mir passiert es wirklich oft, dass ich hier vergesse umzustellen. 100% Deckkraft. Glitzer geht ganz einfach. Ich packe mir hier einen Pinsel. Das ist die völlig normale Standardansicht. Einer von diesen hier, ich nehme meistens den 42, glaube ich, nehme den Abstand etwas rauf, gehe in Formeigenschaften, Größengitter, Mindestdurchmesser kann man lassen, Winkelgitter, den drehe ich, sonst sehen alle gleich aus. Und dann haben wir die Streuung. Man kann jetzt beide Achsen anklicken, macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied, muss man halt mal ein bisschen rumtesten und
Anzahl kann man dann selber bestimmen, ob man viel will. Ich bin eher der, der wenig nimmt, dafür dann ein paar Mal mit dem Pinsel reingeht. Das war es eigentlich schon, glaube ich. Habe das schon länger nicht mehr gemacht. Hier kann man noch mit dem Abstand variieren, aber ich glaube, das kommt eigentlich gut hin. Was haben wir hier für eine Größe? Ja, ist halt immer ein bisschen abhängig vom Bild. Am besten probiert ihr da mal rein, wie sieht es, schaut das aus. Ja, passt eigentlich soweit. Malt nicht einfach irgendwie so drauf los, weil das sieht meistens nicht so toll aus. Deswegen macht mal einen kleinen Pinsel, verteilt das Ganze ein bisschen, macht den Pinsel etwas größer, verteilt ihn auch hier rum. Also ich fahre nicht, sondern ich setze immer wieder mal ab und hier mal rauf und so weiter und kann hier dann eigentlich auch mit unterschiedlichen Pinselgrößen ein bisschen variieren. Nicht zu groß, weil sonst sieht man diese komischen Sternformen von dem Pinsel. Das finde ich nicht so toll. Und man kann dann halt solche Geschichten zaubern. Im Moment sieht es nicht nach Glitzer aus, aber das ändert sich eigentlich gleich, wenn man hier zum Beispiel auch, wenn ihr farbige Sachen, Geschichten macht, dann könnt ihr das machen. Und gucken wir mal, wie es aussieht mit linearem Licht. Man hat hier praktisch keine Veränderungen und eigentlich, wenn man die Ebene dupliziert, dann wird das Ganze ziemlich kräftig. Aber ich will das ja so nicht belassen, sondern halt eben auch hier wieder diesen weichen Gaußzeichner nehmen und dem Ganzen einfach diesen kleinen mystischen Schein geben. Also ihr seht hier, hier glitzert das schon. Ihr könnt jetzt sagen, ich mache nochmal eine neue Ebene rein und Papier nochmal ein bisschen mehr Glitzer rein. Dann, man kann ihn genug haben. Und so entstehen dann auch diese Glitzergeschichten. Mit unterschiedlichen Farben, mit ein paar Farbtupfern, wie wir sie vorhin im linearen Licht haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schnappe mir hier diesen Farbton raus. Wenig Deckkraft, lineares Licht, kann man dann wirklich gezielt, das aber nicht mit dem Stern, sondern wirklich mit einem weichen Pinsel, kann man dann wirklich gezielt auch ein paar Lichtreflexe so hinzaubern. Und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ihr konntet diesen Trick 1286, ich glaube, das waren jetzt mittlerweile Trick 1286, 1189 und 567 mit dabei. Kann nie schaden, ein paar Tricks mehr zu wissen oder zu kennen, aber solche einfachen Geschichten und entstehen dabei und man hat diesen mystischen Zeug. Eine Sache noch, bevor wir abschließen. Das habe ich bei Apri gesehen, fand ich eigentlich süß. Viele fragen sich vielleicht, wie bekommen diesen weichen Look? Geht ganz einfach. Ebenen zusammenfassen, also entweder alle Ebenen markieren, dann nicht auf eine Ebene reduzieren, sondern halt einfach mit, bei mir ist Command, Alt und Shift und E, bei Windows ist es Shift, Alt und Strg und E, glaube ich, irgendwie sowas. Einfach eine Ebene draus machen. Hier kommen wir dann zum Filter, sonstige Filter, Hochpassfilter. Das funktioniert bei jedem. Hier könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren, wie ihr das haben wollt. Bei dieser Bildgröße kann man sogar auf 3, 4. Eigentlich genau dasselbe Prinzip, wie wenn wir jetzt nachschärfen würden. Also das wäre jetzt extrem stark überschärft. Das wollen wir aber nicht haben. Wenn ich jetzt Command-I oder Steuerung-I drucke, das Ganze invertiere, dann habe ich diesen weichen Look. In diesem Beispiel ist es jetzt wirklich zu stark. Da müsst ihr dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen oder nochmal einen Schritt zurück. So, machen wir es nochmal. Ich glaube, bei dieser Bildgröße kann man hier wirklich ganz, ganz klein bleiben, sodass man nur leichte Konturen hat, vielleicht noch ein bisschen mehr. So, invertieren und dann auf ineinander kopieren, weiches Licht oder was man da gerne haben will. Wem das Ganze immer noch zu scharf ist, reduziert hier die Deckkraft, arbeitet mit Schnittmasken, blendet gewisse Geschichten aus, gerade hier beim Hasen natürlich mit Schwarz und den Hintergrund, dann habt ihr wirklich das Ganze nur auf dem Hintergrund. Ihr könnt auch von vornherein direkt in der Waldebene das Ganze machen. Man kann auch das Ganze nochmal weich zeichnen. Also Möglichkeiten sind da wirklich
unbegrenzt. Und wenn ich weich zeichne, passiert jetzt natürlich genau das. Man schärft nach. Das ich da hier invertiert habe, schärft man wieder nach. Und dann nimmt am besten wieder den Hochpassfilter. Doppelt hier nochmal nach. So schaut es aus und so weiter. Also, das zum mystischen Look und. Und wenn das dann fertig ist, könnte es dann ja eine ziemlich interessante Geschichte werden. So zaubert ihr auch ein bisschen magisches Licht in eure Composings rein. Und ihr seht, es ist wirklich keine Riesengeschichte, wenn man weiß, wie es geht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen. Apri, viel Spaß bei der Ebenendurchsicht. Ich habe hier extra nicht umbenannt, aber so im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze. Dann bis zum nächsten Mal.